Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 48. Point of View. Stegi. Eine Gänsehaut überzog meine Arme. Ein Schaudern ging durch meinen Körper. Fröstelnd schlang ich die Arme um meinen Körper. Seufzte leise. Ich legte den Kopf in den Nacken. Lehnte mich an den massiven Baumstamm. Die Sterne über mir leuchteten ungewöhnlich hell. Ich wusste, dass es verboten war, um diese Uhrzeit noch draußen zu sein. Aber es war mir egal. Ich musste alleine sein. Ohne Tim. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Ohne Tim. Denn ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Ich hatte Angst. Angst, dass er mich wieder fallen lassen würde, nachdem ich ihm helfen wollte. Angst, dass er auf einen Schlag wieder so war, wie immer. Es tat weh. Es fühlte sich wirklich an, als würde mein Herz in kleine Splitter zerbrechen, wenn ich daran dachte. Ich hasste Tim so sehr dafür, dass ich ihn liebte. Egal wie paradox das war. Es war so. Ich wünschte, er könnte einfach immer das Arschloch sein, welches er war. Oder eben genau das Gegenteil, aber das war Tim nicht. Tim war gemein und mochte es, anderen weh zu tun. Er war hämisch und arrogant. Das war er doch. Oder? War das okay bei dir? Hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir und zuckte heftig zusammen. Ich musste dringend aufhören, so paranoid zu sein. Aber immerhin hatte meine übertriebene Vorsicht mich schon vor einigen Prügeleien bewahrt. Wie sehr in Gedanken war ich denn bitte aber gewesen, dass ich nicht gehört hatte, wie er hergekommen war. Ich schluckte kurz, nickte dann, ohne mich umzudrehen. Auch so wusste ich, wer hinter mir stand. Doch ich wollte nicht wissen, was er hier wollte. War er gekommen, um mich zu schlagen? Mein Hals wurde trocken, als ich Schritte bemerkte, welche sich auf mich zubewegten. Und dann ließ Tim sich langsam neben mir sinken. Er sah mich von der Seite an, doch ich wagte es nicht, den Blick zu erwidern. Plötzlich spürte ich, wie Tim langsam seinen Arm um mich legte. Ich zuckte zusammen, duckte mich weg, hatte schon Angst vor einem Schlag. Aber das war nicht seine Absicht. Er legte wirklich nur den Arm um mich, zog mich ganz sanft zu sich, sodass ich an seiner Schulter lehnte. Ich unterdrückte ein winziges Lächeln, denn das hier war viel zu schön, aber auch irreal. Was wollte er? Seit wann kam er einfach so zu meinem Lieblingsplatz? Sehr oft, hörte ich Tim plötzlich neben mir und seine Stimme klang deutlich tiefer und rauer als sonst. Habe ich das gerade laut gefragt? Fragte ich peinlich berührt. Das war mir noch nie passiert. Nie im Leben hatte ich aus Versehen etwas laut ausgesprochen. Erst recht nicht, nachdem ich aufgehört hatte zu sprechen. Und jetzt geschah das. Einfach so. Bei Tim. Dieser stieß ein wundervolles, tiefes Kichern aus und ich konnte sehen, wie er langsam nickte. Du hast es laut ausgesprochen. Und ja, ich komme sehr oft zu deinem Lieblingsplatz. Zögernd hob ich den Blick. Sah ihn an. Wieso? Er zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie, mag ich den Ort. Ich glaube irgendwie erinnert er mich an Dinge, die ich nicht vergessen möchte. Er lächelte mich kurz an. Meinte er den Kuss? Meinte er uns? Aber was rede ich hier schon wieder?
Ungläubig schüttelte er den Kopf. Merk dir bitte nicht, was ich dir sage. Seit gestern bin ich viel zu emotional. Ich nickte langsam. Ich wusste, dass ich Tims Worte niemals wieder vergessen könnte. Aber dennoch versprach ich ihm das Gegenteil. Weißt du, es wäre alles so viel einfacher, wenn du mich hassen würdest. Tim musterte mich von der Seite, wandte dann schnell den Blick ab, als er merkte, dass ich ihn dabei erwischt hatte. Wieso hasst du mich denn nicht? Ich weiß nicht. Wieso sprichst du überhaupt mit mir? Ich weiß nicht. Du hast so ewig mit niemandem geredet. Gut, momentan scheint es mehr zu werden, aber du hast als erstes mit mir geredet. Das ist doch Blödsinn. Ich weiß nicht. Ja. Tim seufzte leise. Sind auch dumme Fragen. Schließlich weiß ich ja auch nicht, warum ich dich lieb... Er unterbrach sich. Ich hörte ihn schlucken. Was hatte er sagen wollen? Schließlich weiß ich ja auch nicht, warum ich dich liebe. Der Satz würde zwar grammatikalisch Sinn machen, allerdings nicht, wenn es um mich und Tim ging. Er mich lieben? Das würde niemals passieren. Niemals in 100 Jahren. Und heute wünschte ich mir manchmal, ich hätte damit richtig gelegen. Trotzdem schlug mein Herz mit einmal so viel schneller, denn ein anderes Wort mit L, I und E wollte mir allerdings nicht einfallen, welches irgendwie Sinn machte. Stumm musterte ich Tim von der Seite, traute mich sanft an ihn zu lehnen. Warum auch nicht? Immerhin hatte er seinen Arm um mich gelegt. Weißt du, was der Schulleiter von meiner Mutter wollte? Fragte Tim mich plötzlich und sah mich mit einem sanften Lächeln auf dem Gesicht an. Er wollte ihr erzählen, dass ich ein sehr schlechter Schüler sei. Und er hat ihr gesagt, dass ich andere Schüler schikaniere und ärgere. Ich zuckte zusammen. Angst baute sich in mir auf. Tim musste denken, dass ich ihn verpetzt hatte. Natürlich musste er das. Deswegen war er überhaupt hier, um mir weh zu tun, um mich zu schlagen. Innerlich schrieb ich bereits meinen Abschiedsbrief als »Ich bin stolz auf dich«. Ich bin stolz auf dich. Er war stolz auf mich. Wieso war er stolz auf mich? Sprachlos hob ich den Kopf, sah ihm direkt in die Augen. Ich konnte sehen, dass sich Tränen darin gebildet hatten. Ich werde von der Schule fliegen, aber du hast es geschafft. Du hast dich getraut zu sagen, was für ein Monster ich bin. Mein Mund wurde trocken. Tim würde von der Schule fliegen? Wegen mir? Aber ich hatte doch gar nichts gesagt. Und außerdem hatte er gerade wirklich gesagt, dass er ein Monster war? Denn klar, ich stimmte dem vollkommen zu, aber das aus seinem Mund zu hören, war etwas vollkommen anderes. Ich schluckte kurz, musterte Tim langsam. Wollte er mich vielleicht bloß hinhalten? Er kannte das doch niemals ernst meinen. Du wirst mich endlich los. Für... Tims Stimme klang merkwürdig erstickt. Er holte tief Luft. Für immer. Ich sah ihn an, konnte Tränen in dem gerade so warmen Braun erkennen. Langsam schüttelte ich den Kopf. Ich war das nicht. Ich weiß das. Tim unterbrach sich, schien zu realisieren, was ich gesagt hatte. Wie bitte? Ich war das nicht, wiederholte ich. Ich habe das nicht gesagt. Er starrte mich bloß an,
Sowas würde ich nicht tun, fuhr ich fort. So bin ich nicht. Und irgendwie enttäuschte es mich, dass Tim dachte, dass ich so wäre. Natürlich warst du das. Tim sah mich wie selbstverständlich an. Keine Sorge, ich bin nicht wütend deswegen. Ich bin irgendwie, so dumm das auch klingen mag, sogar erleichtert. Ich war das nicht, wiederholte ich, musterte ihn mit leicht zusammengekniffenen Augen. Ich war das wirklich nicht. Aber Tim sah mich entsetzt an. Wer war das denn dann? Ich zuckte kurz mit meinen Schultern. Ich spürte, wie Tim neben mir zittrig Luft holte. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Fragend blickte ich ihn an. Ich wusste schon die ganze Zeit irgendwie, dass du es nicht gewesen sein konntest. Und ich glaube, ich wusste auch schon die ganze Zeit, wer mich verraten hat. Er seufzte. Vielleicht wollte ich es bloß nicht wahrhaben, weil sowas tun Freunde eigentlich nicht, aber ich weiß, dass es getan wurde, um dir zu helfen. Und wenn es deswegen getan wurde, ist es richtig. Noch immer vollkommen perplex sah ich Tim an. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wer Tim verraten hatte, nur dass es eine seiner Freunde gewesen sein musste. Aber wer würde mich, Tim, vorziehen? Wer würde Tim verraten, um mich zu retten? Ich weiß, dass es nicht getan wurde, um mir eins auszuwischen. Weißt du? Tim blickte mich lange an. Seine Hand fuhr sanft durch meine Haare. Ich glaube, es war, um uns beiden zu helfen. Er schluckte. Ich konnte sehen, wie sich Tränen in seinen Augen bildeten. Ich glaube, es war, weil die Person wusste, dass es das Beste für dich ist, wenn du von mir wegkommst. Und ich glaube, die Person wusste auch, dass es das Beste für mich wäre, von dir wegzukommen. Er lächelte sanft. Wieso sollte es gut für Tim sein, von mir wegzukommen? Weißt du, Tim sah plötzlich auf, grinste mich an. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass unsere Beziehung etwas Besonderes hatte. Überrascht starrte ich ihn an. Was verdammt war mit Tim geschehen? Klar, ich war das größte Monster, das du vermutlich je gesehen hast. Und ich war der schrecklichste Mensch, den du je begegnen wirst. Und du solltest mich hassen. Verdammt, das solltest du. Er holte tief Luft. Seine warme Hand in meinen Haaren erstarrte. Aber trotzdem warst du die ganze Zeit für mich da. Trotz allem. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen, obwohl ich dich weniger als fast jeden kenne. Er lächelte traurig. Und du warst nicht wie er. Ich konnte sehen, dass seine Augen glänzten. Du warst nie wie er. Wer war er? Er war böse. Vermutlich ist er für dich nichts im Vergleich zu mir, aber... Aber... Er war... Tim schluckte schwer. Der wundervollste Mensch, den ich damals kannte und... Meine persönliche Hölle. Kapitel 49. Erneut strich ich die geschriebenen Sätze durch. Erneut wusste ich nicht, was ich schreiben sollte. Ich schloss die Augen, atmete tief durch. Es klang irgendwie alles blöd. Und irgendwie war ich mich auch nicht mal sicher, ob ich das durchziehen wollte. Immerhin war Tim so ein Monster gewesen. Und wieso bitte? Wieso sollte ich verhindern wollen, dass er gehen musste? Das machte doch absolut keinen Sinn. Seufzend lehnte ich mich in meinem Stuhl nach hinten, als plötzlich die Tür aufging.
Schnell legte ich den Stift beiseite, drehte den Block um und wandte mich dann zu der hereingekommenen Person. Hanna. Tim ist nicht da. Meine Stimme klang gepresst. Ich wollte sie nicht ansehen. Bestimmt war sie wütend, weil Tim angeblich wegen mir das Internat verlassen würde müssen. Sie lächelte mich kurz an. Ich weiß. Überrascht hob ich den Kopf. Ich wollte zu dir. Ich hob eine Augenbraue. Kann ich kurz mit dir reden? Ich nickte. Sie nickte ebenfalls kurz. Ich weiß, dass du es nicht warst, der Tim verraten hat. Und ich weiß, wer es war. Und ich weiß auch, warum die Person es getan hat. Hanna schluckte kurz. Aber ich weiß auch, dass du die einzige Person bist, die beeinflussen könnte, dass Tim bleibt. Sie lächelte. Ich bin nicht hier, um dich zu überzeugen, dass er bleiben soll. Denn um ehrlich zu sein, bin ich mir selber nicht sicher, ob es nicht besser wäre, wenn er die Schule verlässt. Verwirrt sah ich sie an. Weißt du, sie ließ sich auf mein Bett fallen, seufzte. Ich kenne Timmy nun schon eine ganze Weile, und ich möchte sagen, dass ich ihn sehr gut kenne. Die Sache ist, dass er früher ein anderer war. Er war ein wirklich toller Junge. Sie lächelte sanft und ich hatte das Gefühl, dass sich Tränen in ihren Augen bildeten. Er war, sie seufzte kurz, perfekt. Ich sah sie von der Seite an. Ein glückliches Lächeln lag auf ihren Lippen, doch zugleich wirkten Tränen in ihren Augen zu schimmern. Tim war der tollste Junge, den ich kannte. Er war sportlich. Er interessierte sich für die Welt. Er ging unglaublich mit seinen Geschwistern um. Er war liebevoll und intelligent. Er war die Person, die jedes Mädchen sich als Vater für ihre Kinder gewünscht hätte. Ein leiser Verdacht beschlich mich. War da mal mehr zwischen Tim und Hanna gewesen? Aber es gab, sagen wir, Ereignisse. Sie sah mich aus ihren warmen, braunen Augen an. Ereignisse verändern Menschen. Das ist vollkommen normal. Und schlimme Ereignisse können dazu führen, dass Menschen sich zum Schlechteren hineinentwickeln. Ich nickte. Die Erfahrung kannte ich. Man wollte sich schützen. Abschließen. Vor allem. Nur, was war mit Tim passiert? Hanna klopfte neben sich und ich folgte der Aufforderung, mich dort niederzulassen. Einen Wimpernschlag lang wollte ich Hanna alles erzählen. Ich wollte, dass sie wusste, was mich beeinflusste. Ich wollte, dass sie wusste, wieso ich so gebrochen war. Ich wollte, dass sie wusste, dass auch ich mal anders war. Aber es ging hier nicht um mich. Es ging hier um Tim. Ich weiß, wie toll Tim sein kann, murmelte ich leise. Hanna nickte. Ich weiß. Er hat erwähnt, dass ihr eine gemeinsame Zeit hattet. Viel mehr hat er nicht darüber sagen wollen. Aber sie muss wundervoll gewesen sein. Er war immer nur am Grinsen, wenn er davon geredet hat. Sie lächelte. Doch das Lächeln wirkte traurig. Weiß Tim, dass du hier bist? Fragte ich nach einer Weile des Schweigens. Stumm schüttelte sie den Kopf. Er würde das nicht wollen. Ich glaube, irgendwie hat er sich gefreut, hier wegzukommen. Er war zwar traurig wegen einigen Leuten und weil seine Familie so unglaublich enttäuscht von ihm war, aber er war froh, diesen Abschnitt hinter sich lassen zu können. Also, auch mich. Aber was dachte ich da? Natürlich war Tim froh, mich loszuwerden. Hätte er nicht auch so das Internat verlassen können? Natürlich hätte er.
Hannah zog die Augenbrauen zusammen. Aber irgendwas hat ihn hier gehalten. Oder womöglich auch irgendwer. Sie warf mir einen verdächtigen Blick zu. Und seine eigene Entscheidung wäre wohl offensichtlich, hier zu bleiben. Sonst wäre er schon längst weg. Sie schluckte. Naja, diese Entscheidung hat er ja jetzt nicht mehr. Ich nickte kurz, wissend, dass sie damit auf mich hinwies. Trotzdem, obwohl Tim ein so wundervoller Junge war, hat er sich verändert. Und ich weiß leider nicht mehr, wie sehr er sich unter Kontrolle hat, dich und andere in Ruhe zu lassen, sollte er provoziert werden. Ich nickte. Natürlich wusste ich, dass ich potenziell immer gefährdet war, egal wie nett Tim auch manchmal zu mir sein mochte. Aber war mir das nicht egal? Ich weiß nicht, sagte ich schließlich. Weißt du, irgendwie mag ich Tim. Ja, so paradox das auch sein mag. Aber andererseits bin ich glücklich, dass er vermutlich geht. Sie nickte. Und auf eine seltsame Art und Weise wusste ich, dass sie mich verstand. Ich hatte keine Ahnung davon, welche Vergangenheit die beiden verband, aber ich war Hannah dankbar dafür, dass sie einfach so für mich da war. Wir kannten uns kaum, dennoch redete sie mit mir, versuchte mir zu helfen. Keine Ahnung, womit ich das verdient hatte, aber es machte mich glücklich. Irgendwann beschlossen Hannah und ich, dass wir zu ihr ins Zimmer gehen wollten. Sie wollte mir irgendwas zeigen, meinte sie. Wir kamen bei ihrem Zimmer an. Hannah klopfte kurz. Mir fiel auf, dass ich keine Ahnung hatte, mit wem sie ihr Zimmer teilte. Ein Ja war zu hören. Sie öffnete die Tür. Ich habe ihr mal mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay, Nina? Ein braunhaariges Mädchen mit langen Haaren, einer niedlichen Brille und grünlichen Augen sah auf. Sie musterte mich kurz, nickte dann. Ich kannte sie nicht wirklich, hatte sie aber schon ein paar Mal auf dem Hof oder in der Mensa gesehen. Ich glaube, sie war ein Jahr unter mir. Unsicher strich sie sich eine Strähne hinter die Ohren. Sie wirkte etwas schüchtern. Irgendwie erinnerte mich das sehr an mich selber. Hey, murmelte ich leise. Keine Ahnung, was mich dazu brachte. Aber erstens hatte ich keinen Grund, ihr zu misstrauen, und zweitens war, seit ich mit Tims Mutter, Jay und Hannah redete, irgendein Knoten in mir geplatzt. Ich sah nicht jedes Mal meinen Vater vor mir, wenn ich redete. Und es tat gut, endlich reden zu können. Hannah warf mir kurz einen überraschten Blick zu, doch irgendwie wirkte sie ein kleines bisschen stolz. Rasch bedeutete sie mir, dass ich mich auf ihr Bett setzen konnte. Sie begann währenddessen in ihrem Schreibtisch nach etwas zu suchen. Seit wann bist du wieder da? Sie wandte sich mit einem kurzen Lächeln an Nina. Diese sah auf, wirkte etwas nervös. Noch nicht lange. Hannah nickte kurz lächelnd. Dann drehte sie sich zu mir. Nina redet mit Fremden auch nicht sonderlich viel. Sie grinste kurz. Ich glaube, du kennst das? Ich verdrehte mit einem leichten Lächeln die Augen, während das braunhaarige Mädchen auf der anderen Seite des Zimmers aufzuhorchen schien. Sie musterte mich kurz. Als sie meinen Blick bemerkte, wandte sie die Augen aber schnell wieder ab. Mach dir keine Sorgen, sagte Hannah leise zu mir. Man kann ihr vertrauen. Ich hab's! Sagte Hannah in diesem Moment euphorisch und streckte ein Blatt so in die Höhe, dass es aussah, als würde sie den Fußballpokal der WM in ihren Händen halten. Ich verkniff mir ein Lachen, applaudierte kurz sarkastisch. Guck mal, sagte Hannah und ließ sich neben mir sinken. Sie gab mir das Blatt und ich konnte erkennen, dass es sich um einen Brief handelte. Das sollten wir in der 8. Klasse schreiben. Einen Brief an unser späteres Ich. Er sollte von uns handeln und davon, wie wir uns in der Zukunft vorstellen würden.
4 Jahre später sollten wir den Brief bekommen. Dies ist der Brief, den Tim an sich geschrieben hat. Ich sollte ihm den geben, aber ich denke, es ist schon okay, wenn du dir das anschaust. Ich schluckte kurz. Das klang alles ziemlich privat. Unsicher legte ich das Blatt beiseite. Ich weiß nicht, ob ich das lesen sollte. Vor allem denke ich nicht, dass Tim das tolerieren würde. Hannah verdrehte kurz die Augen. Er mag dich mehr, als du denkst, weißt du? Ich biss mir kurz auf die Unterlippe, unterdrückte die Frage, was sie damit meinte. Und dennoch machten mich die Worte irgendwie glücklich. Warum auch immer. Sicher, dass er es okay finden würde? Fragte ich dennoch nach, woraufhin das blond-braunhaarige Mädchen nickte. Ich beschloss, ihr zu vertrauen. Schließlich siegte die Neugier. Hey, Timmy. Oder wie auch immer deine Freunde dich inzwischen nennen. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht es momentan ziemlich gut. Ich bin zum Klassensprecher gewählt worden und ich mag meine Klasse gerne. Außer Markus, den kann ich irgendwie nicht leiden. Er hat neulich den einen Jungen beleidigt. Ich bin dazwischen gegangen. Ist doch wohl logisch, als ob ich jemanden einfach so gemobbt werden lasse. Ich hoffe, dass du das in Zukunft auch noch so siehst. Es wäre mir wichtig. Willst du immer noch Lehrer werden? Würde mich sehr interessieren. Momentan ist das für mich der Traumberuf. Ich meine, man kann anderen Leuten, Kindern, etwas beibringen und sorgt für Hilfe und so. Und du weißt, wie sehr ich Kinder liebe. Mädchen gibt es in der Klasse irgendwie nicht viele, die mich interessieren. Nur ein paar. Freundschaftlich. Mit der einen aus der Parallelklasse verstehe ich mich wirklich sehr gut. Hannah heißt sie. Sie ist echt lieb. Ich hoffe, wir bleiben noch lange so gut befreundet wie jetzt. Auch meine anderen Freunde sind mir wichtig. Allem voran Oscar, Nero und Jay. Meine besten Freunde bedeuten mir wirklich viel. Ach ja, und dann gibt es da noch Benjamin. Der ist ein Jahr älter als ich und wir haben uns neulich durch Zufall kennengelernt. Ich weiß nicht, was das zwischen ihm und mir ist, aber ich hatte noch nie einen Freund wie ihn. Es fühlt sich irgendwie anders an. Wunderschön. Naja, ich bin mir sicher, dass du inzwischen genauer weißt, was aus mir und Benjamin geworden ist und aus unserer Freundschaft. Oder so. Ansonsten läuft alles ganz gut. In der Familie ist es normal. Ich habe ab und zu Streit mit Max und Sam, aber das ist nicht weiter tragisch. Es ist einfach nur normal. Mama und Papa haben in letzter Zeit auch ab und zu Streit. Ich will nicht, dass sie streiten, aber es wird schon alles wieder gut. In der Schule sind meine Leistungen gerade sehr gut. Ich bin Klassenbester, allerdings nur von den Jungen. An Anna kann man nicht herankommen. Mir geht's jedenfalls sehr gut. Ich bin glücklich. Und hoffentlich bist du das auch. Das ist mein größter Wunsch. Alles Liebe, dein jüngeres Ich, Tim. Ein wenig überfordert legte ich den Brief beiseite. 1000 Fragen schwebten mir im Kopf. Erstmal der Anfang. Als ob ich jemanden einfach so gemobbt werden lasse. Das klang so gar nicht nach dem Tim, welchen ich kennengelernt hatte. Denn der Tim schien es zu genießen, andere zu schikanieren. In dem Punkt hatte Tim definitiv versagt. Tim wollte Lehrer werden? War das noch immer so? Oscar? Nero? Jay? Waren Max und Sam seine Geschwister? Und wer zur Hölle war Benjamin? Was hatte das zu bedeuten, was Tim über ihn und sich schrieb? Je länger ich über den Brief nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, wie wenig ich ihn kannte. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass ich ein kleines bisschen wusste, wie er war. Dass ich eine der Personen hier im Internat war, die wusste, wie er wirklich war. Aber was wusste ich schon über Tim? Ich kannte weder banale Sachen wie seine Lieblingsfarbe, sein Lieblingstier, noch seine Vorlieben und erst recht nicht seine Vergangenheit. Aus irgendeinem Grund wurde mein Mund trocken. Ich schluckte schwer. Hannah musterte mich von der Seite. Alles okay? Ja. Meine Stimme klang trocken und rau. Das Sprechen kratzte im Hals. Sicher?
Kurz senkte ich den Blick, antwortete nicht auf ihre Frage. Hannah nickte wissend, legte mir sanft eine ihrer Hände über die meine, die ich ins Bett lagen gestemmt hatte. Die Berührung war ungewohnt, aber sie fühlte sich gut an. »Wer ist Benjamin?«, fragte ich nach kurzem Schweigen. Hannah lachte kurz auf, woraufhin ich sie verwirrt ansah. »Es war klar, dass du das fragen würdest.« »Wieso war das klar?«, fragte ich ehrlich verwirrt. »Wie Tim die Beziehung zwischen ihm und Benjamin beschreibt, die Art, wie er über ihn redet, so liebevoll, unsicher, was das genau zwischen ihnen ist«, erklärte Hannah lächelnd. »Ja, aber wieso ist deswegen klar, dass ich nach ihm fragen würde?« Ich runzelte die Stirn. Vom anderen Ende des Zimmers war ein leises Kichern zu hören. »Das sieht doch selbst ein Blinder«, sagte Nina und lächelte mich an. Ich hatte vollkommen vergessen, dass sie da war, musterte sie aber nur mit gerunzelter Stirn und hochgezogener Augenbraue. »Na gut, letztendlich ist die Hälfte unserer Schule auf den Kopf gefallen. Oder blind, aber wenn man auf dich und Tim achtet, sieht doch jeder, dass da was ist.« Hannah nickte mit einem sanften Grinsen auf den Lippen. Das da was ist?«, fragte ich durcheinander. Hannah lachte kurz. »Stegi, ich glaube, du weißt, wovon wir reden.« Und ja, vielleicht wusste ich es. Vielleicht hätte ich eine Ahnung. Aber dass jemand hinter mein so wohlgehütetes Geheimnis kommen könnte, hätte ich nicht erwartet. War es denn so offensichtlich? »Schau doch mal, wie du Tim anschaust. Jeder Blinde sieht, dass du etwas für ihn empfindest, was kein Hass ist.« Nina sah mich eindringlich an. Hannah nickte. Ich ließ mir Ninas Worte durch den Kopf gehen. War es wirklich auf den ersten Blick zu erkennen? »Man kann doch sehen, wie Tim dich anschaut, dieser sehnsüchtige, liebevolle Blick, wenn er denkt, dass niemand ihn sieht.« Hannah kicherte kurz. »Wie Tim mich ansah?« Ich spürte, wie mir Röte ins Gesicht stieg. Die Mädchen sahen mich lächelnd an. »Weißt du was?«, fragte Hannah irgendwann. »Ich finde, du solltest mit Tim darüber reden.« »You are mine as I am yours, and when we die, but first we live.« So, das Zitat am Ende war von G.O.T. Ich vermute mal, das ist ich kann es nicht sprechen. Ihr wisst, was ich meine. Ist. Ich habe das nie gesehen, von daher. Entschuldigung, ich bekenne mich schuldig. Und ja, schau mal Kritzelkiste vorbei. Natürlich auch bei Drachenmädchen. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.